Das Prinzip beim Medical Needling ist, dass man mit sterilen Nadeln ganz oberflächlich bis zu 2 oder 3 Millimetern die Haut verletzt. Der Körper kann nicht anders, als mit seinem eigenen Reparaturmechanismus zu antworten. Das heißt, man bedient sich eigentlich eines physiologischen Mechanismus des Körpers. Der merkt nämlich, oh Hilfe, Verletzung, ich muss mich reparieren. Diese Verletzung geht immer über Kollagenneubildung. Und in dem Fall ist es das sogenannte Kollagen Typ 1. Das wollen wir nämlich gerne haben. Das ist schön geordnet, das ist schön fest. Und beim Needling wird sogar noch Elastin gebildet, sodass wir im Prinzip mit so einer oberflächlichen Needling-Geschichte eine Verjüngung der Haut von innen richtig vollziehen können. Nach einem, 2 Tagen sieht man den ersten Erfolg und nach den Wochen, wenn sich die Haut regeneriert hat, sieht man dann schon, dass die Poren wesentlich feiner sind. Nach der 2. und 3. Behandlung ist das Ergebnis also wirklich schon enorm und ich kenne keine andere Behandlung, welche bis jetzt so ein Ergebnis hervorgebracht hat. Im Fall von Diana ist es so, dass sie eine Prophylaxe betreiben möchte, was ihre Hautelastizität und auch die Qualität ihrer Haut anbelangt. Damit kann man natürlich wunderbar beim Needling arbeiten, weil immer wieder Kollagen und Elastin produziert werden, sodass die Haut fest bleibt und die Porengröße und die Poren sich einfach verringern. Direkt danach hat es sich eigentlich gar nicht schlimm angefühlt. Also es war halt leicht gerötet, was ja dann auch bei der Behandlung normal ist. Aber es hat weder gebrannt oder es war nichts geschwollen. Natürlich ist es nicht die einzige Variante, wo man das Needling einsetzen kann. Man kann es hervorragend einsetzen, gerade zur Behandlung von Aknenarben oder von bereits sehr stark sonnengeschädigter Haut, von Fältchen, gerade im Mundbereich, wo man schwierig ansonsten andere Möglichkeiten hat, bis hin zu starken Verbrennungsnarben oder Narben nach Unfällen. Die Haut regeneriert sich einfach selbst. Deswegen ist es für mich schon wichtig, dass man vielleicht jetzt nicht mit zu viel Chemie oder mit irgendwelchen anderen Sachen einfach drangeht. Und ich kenne ja den Vorher-Nachher-Effekt und ich kenne auch einfach die anderen Behandlungen. Und ich habe einfach keine Behandlungen bis jetzt gesehen, die auf natürlichem Wege so viel Erfolg im Endeffekt bringt. Das Besondere bei dem Pen, den wir einsetzen, ist, dass man während der Behandlung die Nadellänge variieren kann, von 0,5 bis 2 mm, sodass unterschiedliche Regionen des Gesichtes, die unterschiedlich empfindlich sind, gleichzeitig behandelt werden können. Außerdem hat er vorne ein steriles Reservoir, in das wir Produkte wie Hyaluronsäure oder auch Vitamin C-Präparate einführen können, sodass wir ihn im Sinne einer Mesotherapie einsetzen können. Im Prinzip ist es so, dass diese Kollagen-Neuproduktion, die man anregt, natürlich nicht wieder verloren geht. Das ist nichts, was man dauernd wiederholen muss, sondern man regt einmal die Kollagenproduktion an und das neu gebildete Kollagen verbleibt natürlich und unterliegt wieder einem ganz normalen Alterungsprozess. Wir empfehlen es im Prinzip, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr durchzuführen als Prophylaxe. Wenn ich eine Narbentherapie damit machen möchte, dann würde ich es auf jeden Fall im Sinne einer Kur machen, also 3 bis 4 Durchgänge alle 6 Wochen. Und dann muss man einfach schauen, wie die Narben sich entwickeln und kann es gegebenenfalls ein Jahr später nochmal wiederholen.